Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Es ist 9:30 Uhr und ich bekomme gerade hier die Meldung, dass wir online sind. Und das stimmt, Kirsten. Guten Morgen. Ja, auch von mir einen guten Morgen. Schön, dass ihr schon einschaltet zu dieser frühen Stunde. Ich muss gleich weg, deswegen hat Christopher sich bereit erklärt, netterweise heute mal früher zu starten. Was ja für mich kein Problem ist. Ganz genau. Und wir haben heute was ganz Spannendes vor und ich bin aber irgendwie in der Zoo-Abteilung heute gelandet bei Ja, dir. genau. Na, ich dachte mir, ich mache uns das jetzt heute mal mit dem Teufel nicht ganz so einfach, denn alle denken ja, sie wissen, wer der Teufel ist und was er tut und so weiter. Und ich dachte mir, bei meiner Recherche stieß ich eben auf jenes süße Tierchen oder wie Loriot sagen würde, das possierliche Tierchen. Das ist der tasmanische Teufel. Und auch Wombat genannt. Und den habe ich entdeckt und habe ich natürlich gleich gefragt, warum heißt denn der eigentlich Teufel? Also warum hat man den so genannt? Ist natürlich wahrscheinlich, dem armen Tier wird das überhaupt nicht gerecht, aber er besitzt ein paar Eigenschaften, die für den Teufel typisch sind. Er hat, wie man hier schön sieht, er ist jetzt hier gerade aufgeregt, drum zeigt er einem auch gleich seine Vampirzähne. Und dann bekommt er rote Ohren, feuerrote Ohren, ne? Und außerdem stinkt er fürchterlich, man sagt nach Schwefel, und ist überhaupt ein furchtbar aggressives Tierchen. Also dem sich zu nähern, auch als Fotograf habe ich gelesen, ist immer recht gefährlich, obwohl er nicht so groß ist. Und da dachte ich mir, das ist doch mal ein schöner Einstieg in das Thema Teufel, denn wir werden die anderen Teufel ja noch zu Genüge zu besichtigen haben. Ich werde deswegen gleich mal, liebe Kirsten, oder möchtest du noch was sagen zu unserem tasmanischen Teufelchen? Nein, ich möchte nur allen da draußen einen guten Morgen wünschen. Ich sehe, es werden immer mehr. Toll, dass ihr so früh aufsteht, um euch teuflische Gedanken zu machen. Ja. Und Aber das wir Schöne schauen ist, wir mal, machen wo uns uns die das Gedanken für hinführt. euch. Wir machen uns die Gedanken Genau. für euch, also ihr braucht keine Sorge zu haben. Wir nehmen das jetzt alles auf uns. Ja, wie ihr seht, ich habe mich auch ein bisschen teuflischer hergerichtet. Das ist, mehr geht leider nicht. Ich habe auch hier auf meinem T-Shirt einen nahen Verwandten des Teufels, wie ihr sehen kann, Santa Rumpelstilzchen. Claus. Rumpelstilzchen. Ich dachte mir, so ein bisschen Rumpelstilzchen. Atmosphäre. Und Kirsten hat sich ja ganz dezent. Man merkt, dass sie eine andere Version des Teufels, auf die wir noch kommen werden, anspielt. Aber ich möchte da jetzt nichts vorwegnehmen. In jedem Fall der tasmanische Teufel unser heutiger Einstieg. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Sondern so habt ihr euch ja sicherlich eher den Teufel vorgestellt, oder? Ja, also ich persönlich nicht, aber vielleicht fängst du mal an zu erklären, wie du dir den Teufel vorstellst, oder wie du glaubst, dass alle Menschen den Teufel sehen. Also, wie ich ihn mir vorstelle, ist echt schwierig, weil nachdem ich mich jetzt so viel mit dem Teufel beschäftigt habe, bin ich mir einfach nicht mehr sicher, wie er ausschaut. Allerdings, wenn wir vom Teufel sprechen, dann sehen die meisten jetzt in der Moderne, ich rede jetzt mal nicht von der klassischen Teufelsdarstellung, sondern eher so ein dämonenhaftes Wesen. Wir sehen ihn hier so im Flug, dann hat er diese Fledermausflügel und meistens auch noch einen, ja, so eine Art Schwanz, der dann, wie wir hier sehen, in einer Pfeilspitze endet. Er fliegt durch die Lüfte und natürlich grinst er diabolisch. Wir werden heute noch drauf kommen, woher diese Art der Darstellung kommt, woher das ist und woher das kommt und wer sich das eigentlich ausgedacht hat. Also insofern machen wir jetzt einen kleinen Parforce-Ritt durch die Geschichte des Teufels. Also wenn wir sagen, dann sollten wir vielleicht wirklich sagen, vor allem im christlichen Kontext ist Ja. der Teufel in dieser Form dargestellt. In vielen anderen Kulturen gibt es ja jemand anderen, aber darüber reden wir später, ne? Wobei man sagen muss, die im islamischen Kulturkreis ist die Darstellung nicht so unterschiedlich. Also da, ich sag mal, alle, die so auf die abrahamitischen Religionen zurückgehen, die haben eine ähnliche Vorstellung vom Teufel. Wobei explizit diese Darstellung des Teufels mit den Hörnern und natürlich auch dieses Schwarz-Rot-Schema, was wir beim Teufel ja häufig haben, bisschen später kommt. Da kommen wir noch drauf.
Ja, so sollte man eigentlich den Teufel in Erinnerung haben, wenn man sich eher an die Bibel erinnert, nämlich als den großen Verführer. Wir sehen hier in dieser Darstellung sicherlich eine präraphaelitische Darstellung. Den Namen des Künstlers habe ich jetzt nicht parat, aber wir sehen ihn hier als den Versucher, den Verführer. Und da kommt dann auch schon die Thematik rein. Wie heißt eigentlich dieses Wesen? Wir kennen ihn natürlich hier aus der Bibel als Satan, wir kennen ihn aber auch als Luzifer, wir kennen ihn eben auch als Teufel. Und vielleicht ganz kurz das vorab zu klären, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten? Satan ist einfach die biblische Bezeichnung. Wir haben Luzifer, das ist eine Bezeichnung, die sich aus einem bestimmten Zusammenhang heraus entwickelt hat, da kommen wir noch drauf. Und ja, der Teufel, das deutsche Wort Teufel, leitet sich tatsächlich vom griechischen Wort Diabolos ab. Und Diabolos ist der, der auseinander oder durcheinander wirft. Also jemand, der die Dinge durcheinander bringt. Ja. Was ist mit Mephisto? Naja, Mephisto ist natürlich eine Bezeichnung, wie wir sie hauptsächlich kennen aus Goethes Faust. Ja, da taucht er ja nun zuerst auf. Aber Goethe hat ja diese Namen wiederum wahrscheinlich aus irgendwelchen Grimoires entnommen oder anderen Zauberbüchern. Es gibt sozusagen Unterteufel oder Diener des Teufels, die bestimmte Namen haben und da kommt der Mephisto her. Also der hat nichts Biblisches, hat mit unter der ursprünglichen Teufelsgeschichte nichts zu tun. Ebenso wenig wie Baphomet, der ja auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Wie Oder gesagt, vielleicht kommen wir da Belzebub. nachher noch mal drauf. Ja, alles klar. Ja, ich lese hier gerade in den Kommentaren, dass es halt auch viele Sprichwörter gibt, die mit dem Teufel in Verbindung stehen. Und da hält er seinen Schwanz drüber, kannte ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich habe jetzt leider gerade ein furchtbares Bild im Kopf. Und ich, ja. Ich denke, die Sprichwörter, die lassen sich relativ gut erklären, dass der Teufel halt mit Verführung zu tun hat, genauso wie wir es hier ja gerade sehen und deswegen auch immer wieder in der Alltagssprache in Sprichwörtern auftaucht, dass man sich halt in Acht nehmen muss. Aber Genau. vielleicht zeigst du uns mal das nächste Bild. Ja, hier sehen wir übrigens nur, damit man das nochmal richtig einordnen kann, der Teufel versucht Jesus, der sich in die Wüste zurückgezogen hat, zu verführen und bittet ihn, Wunder zu vollbringen und verweist ihn darauf, all dies Land kann dein sein. Und ja, also er verführt ihn, sich sozusagen seine Macht oder seine Kraft zu Demonstrationszwecken zu missbrauchen und natürlich hält Jesus stand. Mir kommt gerade eine Frage von Anna, wie wir kommentieren, das Verteufelte zu heilen. Das verstehe ich, glaube ich, nicht ganz, was damit gemeint ist. Verstehst du das, Christopher? Nee, das verstehe ich gerade nicht. Aber wir haben natürlich vielleicht noch, um diese Begrifflichkeit mal aufzuwerfen. Klar, wir haben in unserer Sprache häufig den Teufel, ich meine, man sagt zum Beispiel, man stößt ja auch als Ruf der Verwunderung, zumindest früher hat man das gesagt, Teufel nochmal oder sowas, spricht man aus. Also wir führen den Teufel häufiger im Munde als so manch anderes Wesen. Und deswegen gibt es natürlich unzählige, unzählige Sprichwörter oder Redewendungen. Das kann man unmöglich alle kennen. Ich kriege hier ständig Bilder. Bitte mach mal weiter. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, Kirsten. Ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, der Teufel im Munde. Also es ist. Also hier. Wir haben Haben wir jetzt natürlich gerade über hier diesen erotischen Teufel geredet, den du wieder weggemacht hast? den erotischen Teufel. Ach so, Nee, ja, den den sehe erotischen Teufel, den habe ich natürlich jetzt hier auch. Jetzt fällt mir gerade der Name des Künstlers nicht ein. Ein sehr berühmter Rodin ist das, ein Rodin-Teufel. Und der hat natürlich den Teufel nochmal anders interpretiert. Ich finde es sehr interessant, also zunächst einmal kommt hier tatsächlich, wie ich finde, auch so eine erotische Komponente natürlich durch. Er wird ja als junger, schöner Mann gezeigt. Er hat natürlich er hat eben keine Engelsflügel, er war ja der einst ein Engel, ein gefallener Engel.
und im Sturz haben sich seine wunderschönen Schwanenflügel oder Adlerschwingen oder was auch immer man den Engeln an die Rücken hängt, verwandelt in Fledermausflügel. Das ist ganz typisch, dass er sozusagen ja mit einem Wesen der Nacht natürlich eher identifiziert wird als mit den wunderschönen Vögeln des Himmels. Er hat eine Krone in der Hand. Das verweist auf seinen Anspruch. Er herrscht natürlich auch über ein Reich, natürlich das Reich des Teufels, die Hölle, wie auch immer. Und er ist aber gefesselt. Das sehen wir unten. Er hat eine Eisenfessel. Das ist natürlich auch interpretationswürdig. Wir werden ja das Thema Fesseln, Ketten dann später im Tarot auch wieder entdecken. Dann können wir vielleicht darauf nochmal zurückkommen, warum dieser Teufel angekettet ist. Ja, eine andere Teufelsdarstellung, die jetzt hier ein bisschen abweicht von den üblichen Teufelsdarstellungen, ist die, dass der Teufel natürlich auch mit der Schlange am Baum im Garten Eden in Verbindung gebracht wird. Und wir sehen hier sehr schön, der knabbert Eva nicht am Ohr, wenn ihr genau hinschaut, dann flüstert er ihr ein und man sieht dann so eine Art kleinen Rauchschwaden, so einen Rauchfaden, der aus seinem Mund in ihr Ohr geht. Und dann, wie in Trance, finde ich hier, greift sie dann nach diesem Apfel. Also sie scheint vom Blick her gar nicht mehr wirklich bei Sinnen zu sein. Also die Einflüsterungen des Teufels sind hier natürlich genial dargestellt. Und manch einer hat dann einfach wahrscheinlich, ähnlich wie Eva, dann gesagt, ich konnte ja gar nichts dafür, der Teufel hat es mir eingeflüstert. Ja, vor allem haben die Männer gesagt, dass die Eva es ihnen eingeflüstert hat. Aber ja. Mich erinnert dieses Bild an Paradise Lost von John Milton. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das in meinem Studium als Thema gehabt. Und da wird es, glaube ich, zum ersten Mal ziemlich explizit gesagt, dass die Schlange vom Teufel beseelt wurde, beziehungsweise dass der Teufel in die Schlange hineinfährt. Weil wenn wir die Bibel lesen, da ist die Schlange nicht unbedingt mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Ne? Finde ich nochmal ganz interessant. Und ich finde diese Darstellung auch total klasse. Ja. Und es ist wichtig, weil die Paradiessituation natürlich im Tarot gerade besonders mit dem Teufel kombiniert wird. Genau. Ja, das ist ein Bild, das ich bin mir nicht ganz sicher, ob es aus der Bibelillustration von Gustave Doré stammt oder tatsächlich aus der Illustration von Paradise Lost. Hat ja auch Milton illustriert. In beiden Fällen passt es, denn wir sehen hier diesen berühmten Sturz des Engels, der gefallene Engel Satan, der Gott versucht hat oder nicht Gott versucht hat, sondern der Gott, der eine Rebellion gegen Gott angezettelt hat und dann zur Strafe in die Tiefen gestürzt wurde. Wir sehen hier den Fall des Luzifer. Vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal auch den Begriff Luzifer klären. Luzifer heißt ja eigentlich übersetzt der Lichtbringer, also der das Licht bringt, und ist im Grunde genommen eine alte Bezeichnung für ein himmlisches Phänomen, nämlich für den Planeten Venus, der ja sehr hell strahlen kann, die dritthellste Erscheinung am Himmel. Und so haben die Griechen natürlich diesen Planeten am Himmel mit der schönsten aller Göttinnen in Verbindung gebracht, mit der Venus, mit der Aphrodite. Später hat man dann eben den Begriff Luzifer, Lichtbringer, dazu gebracht, auf Griechisch Phosphoros. Ja, das war die ursprüngliche Bezeichnung. Und nun ist natürlich interessant, dass man diesen Namen Luzifer dann eben auf den Dämon übertragen hat, auf den gefallenen Engel übertragen hat und natürlich damit implizit auch die Venus meinte und damit alles, was mit der Venus in Verbindung gebracht wird, nämlich Schönheit, aber auch natürlich Erotik und Liebe. Ja, also, und da haben wir wieder auch die Verbindung zu Eva, die ja auch venusisch durchaus ist. Genau, zumindest so, wie wir es gerade dargestellt gesehen haben. Genau. Anna, wenn du jetzt gerade dem Christopher zugehört hast, dann hast du vielleicht schon eine Antwort auf deine Frage, denn vielleicht geht es bei deiner Aufgabe, Christopher und ich können jetzt natürlich nicht nachvollziehen, was genau das für eine Aufgabe ist, darum, das Luziferische in dir zu entdecken, also das
Lichtbringende in dir zu entdecken in teuflischen Situationen. Das ist definitiv auch eine Aufgabe, die wir bei Tarotkarten haben. Anna schreibt es ein bisschen weiter vorne. Ich habe das beim kabbalistischen Weg als Zielthema. Ja. Genau. Gut. Also vielleicht wird dir nach unserer Präsentation noch klarer sein, was das für dich bedeutet. Ja. Es ist eine zwiespältige Karte, natürlich, weil wir so viele Bilder über den Teufel im Kopf haben. Aber wir versuchen eben gerade jetzt auch noch ein bisschen herauszuarbeiten, dass es da noch viel mehr gibt als das, was wir vielleicht klassisch über den Teufel wissen. Yes. Hier nochmal eine Darstellung des Lucifer. Dies ist ganz sicher aus seiner Illustration von Paradise Lost. Und da sehen wir noch einmal, wie Gustave Doré diese Fledermausflügel im Vergleich hervorhebt. Aber er hat noch diesen Engelspanzer an. Die werden ja häufig mit so einem güldenen oder verzierten Panzer dargestellt. In Paradise Lost, ich weiß nicht, worauf sich das beziehen könnte. Vielleicht kannst du da noch was sagen dazu, warum der hier so verzweifelt schaut oder was mit dem armen Lucifer los ist. Weil er fällt und er hat dann diesen einen Monolog, in dem er sich erklärt, warum Gott ihn verlassen hat sozusagen, denn er ist ja eifersüchtig auf die Menschen, er zettelt die Rebellion ja an, weil Gott die Menschen erfindet und glaubt nun, dass er die Menschen lieber hat als die Engel. Deswegen beginnt er mit der Rebellion und deswegen richtet er auch all seine Wut auf Adam und Eva. Und in diesem einen Monolog, der jetzt hier wahrscheinlich gerade dargestellt ist, argumentiert er für sich korrekt, dass er diese Menschen jetzt zerstören muss aus seiner Verzweiflung heraus. Mhm. Was wir oft in Spielfilmen erleben, ne? Der Anti-Hero, der sich irgendwie zurecht argumentieren muss, warum er schlimme Dinge macht. Kommen wir zu den Darstellungen des Teufels. Und zwar habe ich hier mal eine gewählt, die hier aus München stammt. An der Michaelskirche sehen wir einen sehr, sehr großen Erzengel Michael. Und ihm unterlegen ist der ist Satan, der Teufel. Und wir sehen ihn hier in einer Darstellung aus dem 16., ja, 17. Jahrhundert, so um den Dreh herum. Ende des 16. Dort sehen wir zum ersten Mal Darstellungen, die bestimmte Merkmale haben. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der Teufel vor dieser Zeit mal so dargestellt wurde, vielleicht manchmal schon mit Hörnchen, aber eher wie ein fratzenhafter Dämon. So richtig feste Attribute bekam er erst in dieser Zeit, und das haben wir vor allen Dingen den Jesuiten zu verdanken, die den Menschen im 16. Jahrhundert erklären mussten, was das Böse ist. Und sie wurden zum Beispiel hier in München von Herzog Wilhelm V. nach München eingeladen, um der Bevölkerung, die sich offensichtlich auf Abwegen befand, wir erinnern uns, die Reformation war im Gange, aber die Menschen haben sich auch gleichzeitig aufgrund der prekären Situation, die sich ergeben hat in den Landen durch Seuchen, Kriege, Pest und was alles noch war, sich wieder dem alten Glauben zugewandt. Also sie sind wieder in die Wälder gegangen und haben irgendwelche Dämonen und Naturwesen angebetet. Das war natürlich einem katholischen Fürsten wie Wilhelm ein Dorn im Auge, und so lud es sich die Jesuiten ein, die eine besondere Begabung darin hatten, die Menschen zu unterrichten durch die Sprache der Bilder. Man sagt ja, dass die Jesuiten das eingeführt haben, dass in den Kirchen hauptsächlich bildhafte Darstellungen zu finden sind. Das ist dann später im Barock ja auch sehr ausführlich genutzt worden. Man hat die Leute dann nicht mehr, man konnte sie ja durch die Schrift nicht bekehren, so sehr, die wurde ja in den Gottesdienst noch auf Lateinisch gelesen, zumindest in den katholischen Kirchen, also brauchte man die Bilder. Und so wählten die Jesuiten, denen ja auch die Kirche, die Michaelskirche in München gehörte, die wählten diese Darstellung des Teufels, und sie hat interessante Merkmale. Wenn ihr mal guckt, also ein fratzenhaftes Gesicht, dann Hörner, und natürlich seht ihr auch hier die obligatorischen Boxfüße. Die kamen in dieser Zeit erst dazu. Ne? Vorher war der Teufel durchaus eher mit normalen Füßen auch unterwegs, aber diese Boxfüße, die kamen als fester Bestandteil dazu. Auch Pferdefüße manchmal natürlich genannt, aber in der Regel sind es Boxfüße. Und noch ein interessantes Detail, das wir sehen, der Teufel hat ja auch weibliche Brüste.
Und das ist zweierlei interessant. Einmal für unsere Tarotkarte später interessant. Und dann natürlich, was ist denn damit gemeint? In dieser Zeit beginnt ja auch, wir sind in der frühen Neuzeit, beginnt ja auch die Hexenverfolgung. Und man hat natürlich in den Hexen zunächst einmal auch tatsächlich, es gab natürlich auch männliche Hexen, aber man hat in erster Linie Frauen als Hexen verfolgt. Und man wollte den Menschen klar machen, dass Frauen von Natur aus dem Teufel zugeneigter sind als Männer. Und eine der Begründungen, wenn ich die noch kurz anführen darf, liegt im lateinischen Wort femina für Frau. So hat das, hat man das erklärt. Und femina hat man dann so aufgelöst. Fe ist die Kurzform für das lateinische fides, der Glaube. Und mina ist natürlich minus weniger. Also Frauen haben grundsätzlich weniger Glauben in sich. Und daher sind sie den Einflüsterungen des Teufels natürlich viel eher ausgesetzt. Ja, wenn wir über diese Boxfüße nachdenken, dann können wir aber vielleicht auf das anspielen, was ich vorhin gesagt habe, dass in anderen Kulturen der Teufel eher eine andere Gestalt ist. Ne? Da denke ich jetzt an die Satyre, ich denke an Dionysos, ich denke an den grünen Mann, der jetzt nicht unbedingt Boxfüße hat, aber es gibt halt auch andere Kulturen, die mit der Gestalt, die durch den Teufel verkörpert wird, nämlich das Dunkle, vielleicht auch Unbekannte, das, was von anderen Welten spricht, in einer netteren Art darstellen als die abrahamitischen Religionen. Und weil du schon davon sprichst, tatsächlich ist ein Vorbild dafür, ich habe ja gesagt, die Menschen gingen wieder in die Wälder und fingen an, die Naturwesen zu verehren. Das wird immer ein bisschen vergessen. Also nicht nur die Reformation war eine Bedrohung, natürlich waren aus katholischer Perspektive auch die Protestanten des Teufels keine Frage. Aber natürlich das Vorbild, und das wollten die Jesuiten den Menschen sagen, wenn du in den Wald gehst und Wesen wie dieses hier, was ihr hier gerade seht, einen Satyr, vielleicht ist das sogar der große Gott Pan. Wenn ihr den verehrt, ja, dann könnt ihr gleich den Teufel verehren. Und ihr seht ja auch hier, das ist eine Darstellung, die ist natürlich moderner. Sie stammt aus dem Bavaria-Park in München und ist aus dem 19. Jahrhundert. Und ihr seht also, wie entspannt der da liegt. Ja, sehr lasziv sogar. Und diese Vorstellung eines lasziven Teufels, der eigentlich nur der im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Darstellung der fruchtbaren Kräfte der Natur, das war natürlich auch der katholischen Kirche ein Dorn im Auge. Fruchtbare Kräfte der Natur. Ja, die fruchtbaren Kräfte der Natur. Ja, aber ihr merkt, da kommen die Boxfüße natürlich her, ne, von den Satyren. Die wurden schon seit der griechischen Antike so dargestellt. Satyre, lateinisch Faune. Und hier haben wir natürlich dann auch noch die Hörner dabei. Das manchmal etwas gröbere Gesicht. Und ja, überhaupt das Thema Ziege und Bock, Ziegenbock, das kommt aus dieser Ecke. Ja, das ist sozusagen hier zu Hause. Ja, deswegen habe ich euch gleich auch noch dies mitgebracht. So ein bisschen süddeutsches oder alpenländisches Brauchtum. Ist nicht ganz richtig. Im Bayerischen Wald gibt es das auch noch. Das ist der Krampus, wie er hier in München bei den Krampusläufen, die immer so im Vorfeld der Rauhnächte stattfinden in München. Da findet ihr natürlich ganz interessante, bis zum heutigen Tag gebräuchliche Darstellungen dieser Naturwesen. Krampus letztendlich leitet sich von diesen, ja, den Perchten ab. Er ist, man könnte sagen, ein Teil der Perchten. Und wie ihr seht, die sind nicht ganz unähnlich den Teufeln. Ja, sie auch, sie haben große Hörner. Es sind meistens Hörner von einem Steinbock. Also wie ihr hier seht, der Steinbock selber, sollte man sich vielleicht bemerken, als Tierkreiszeichen, hat eine Beziehung zum Teufel. Da kommen wir dann noch drauf. Ja, also, oder ich kann es eigentlich gleich sagen, Kirsten, oder? Dass Weiß ich nicht, was du sagen möchtest, der lieber Christopher. Teufel wird im Tarot dem Steinbock zugeordnet. Yes! Und das finde ich interessant, weil Steinböcke natürlich die Wiedergeburt des Lichtes, ne, wenn die Sonne in den Steinbock geht, da haben wir die dunkelste Nacht, die längste Nacht und den kürzesten Tag, aber gleichzeitig die Wiedergeburt des Lichtes, was wiederum luziferisch ist, lichtbringerisch ist. Also es gibt da echte Zusammenhänge. Jetzt ist es Zeit, dein Attribut zu zeigen, Christopher.
Ist jetzt das Zeit, mein Attribut zu zeigen? Ja, wenn wir ab dem Steinbock sind, dann bitte. Meinst du wirklich? Ja. Ich habe nämlich extra, bin ich in die Tiefen der Höllen gestiegen, um euch den Dreizack des Teufels mitzubringen. Ja, also insofern, heute darf sich jeder vom Teufel gepiesackt fühlen, wenn er sich nicht artig benimmt. Ne? Denn ihr wisst ja, der Krampus ist auf alle Fälle, ist ja derjenige, der die Unartigen bestraft. Ja, das ist ja so. Und da ich Steinbock bin, fühle ich mich jetzt mal hier ganz in dieser Tradition. Ja, so als Chef hast du auch diese Seite, muss man ganz ehrlich sagen. Habe ich so eine Seite, Kirsten? Ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht hat das was damit zu tun, mit dem Bild hinter mir. Denn wir sehen dort ganz traditionell den berühmten Teufelspakt. Das ist natürlich eine Geschichte, die erst in der frühen Neuzeit relevant wird. Einen Teufelspakt. Einen Teufelspakt einzugehen, kennen wir natürlich aus Goethes Faust und aus dieser ganzen Zeit. Und wir sehen hier wieder ganz eifrig die Leute, also gar nicht warten können. Die stehen hier richtig an, um mit ihrem Blut den Vertrag zu unterzeichnen und ihre Seele dem Teufel zu verkaufen. Das ist allerdings eher eine Geschichte, die wir später dann in der frühen Neuzeit haben, als dann die Hexenverfolgungen so losgingen. Man unterstellte natürlich diesen Teufelspakt. Und wir wissen ja, dass der Teufel dafür einem immer etwas gibt, ne? Etwas, was man von Herzen begehrt. Ist es vielleicht Wissen? Ist es Macht? Ist es Schönheit? Ne? Bei Goethes Faust ist es ja das Wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also jeder hat so sein, könnte man sagen, was ist das, wofür ich mich für den Teufel verkaufen, an den Teufel, meine Seele an den Teufel verkaufen würde. Das ist so, schwingt so ein bisschen drin. Und das ist vielleicht ein nützlicher Gedanke, wenn wir später die Tarotkarte noch sehen werden. Die Claudia fragt, ob der Dreizack auch was mit Neptun zu tun hat in diesem Zusammenhang. Ja und nein. Der Dreizack ist natürlich ein eigentlich neptunisches Instrument, aber dann ist er natürlich nicht schwarz und rot. Und man muss dazu sagen, diese Darstellung des Dreizacks, diese Teufelsgabel sozusagen, mit denen der Teufel dann die Sünder in der Hölle immer wieder zwickt und piesackt, das ist ja auch Sinn dieses Dings, geht eigentlich eher auf Pluto zurück. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass Pluto ursprünglich keinen Dreizack hatte, sondern einen Zweizack. Also er hatte so eine klassische Gabel. Wir haben heute eine dreizackige Gabel, aber die Gabeln früher waren zweizackig. Und Hades Pluto, wenn er denn ein solches Attribut hat, sollte eigentlich ein zweizackiges haben. Das hat sich dann leider im Laufe der Zeit symbolgeschichtlich verquickt miteinander. Drum gibt es auch heute dreizackige Teufelsgaben. Aber völlig richtig, eigentlich ist es ein Attribut des Neptun, der hat aber nichts mit unserem Teufel zu tun. Genau, und das Plutonische, das ist sicher auch in den Tarotkarten ein wichtiges Thema. Man sagt zwar, es ist dem Steinbock zugeordnet, aber ich finde den Teufel im Tarot auch durchaus plutonisch. Ja, vor allen Dingen natürlich Unterwelt, ne, wenn wir über das sprechen, die Hölle wird ja immer imaginiert, ganz in der Tiefe, das stammt noch aus der Antike, der Tartaros ist ganz in der Tiefe, Hel, das Totenreich der Göttin Helen bei den Germanen ist ganz in der Tiefe und so imaginieren wir den Himmel oben und die Hölle natürlich noch weiter unten. Insofern ist das natürlich ein Zusammenhang. Und da haben wir natürlich die klassischen Teufelsfarben Rot und Schwarz, die natürlich auch aus diesem höllischen Zusammenhang kommt. Feuer, das Höllenfeuer, aber Schwarz muss mit dabei sein, denn das deutet natürlich die Nacht und die Dunkelheit an, die dort herrscht. Die verlorenen Seelen sozusagen. Ja. Ja, der Teufelstritt in München ist vielleicht einigen von euch bekannt. Ich will damit noch überleiten, ganz kurz darauf, dass der Teufel auch in Volkssagen immer wieder auftaucht und da interessanterweise, wo er doch als Engel Satan der Verführer ist, der seine Intelligenz anwendet, um uns vom rechten Pfad abzubringen, teilweise eher etwas ist wie, der übertölpelte Teufel ein bisschen dumm ist. Also in der Volkssage wird der Teufel völlig anders gesehen. Er gilt eher, als ein bisschen, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich weiß, das habe ich schon einem anderen griechischen Helden mal zugeschrieben. Ich bin aber schon wieder still, um bestimmte Befindlichkeiten nicht weiter zu stören, nicht wahr? Aber der Teufel selber in der Volkssage ist eben einer, der ebenso eher töricht als töricht gilt und deswegen über
übertölpelt wird. Und hier in der Münchner Sage ist das so. Der Teufel, Teufelstritt ist aber eine dieser seltenen Spuren, die der Teufel hinterlassen hat an manchen Orten. Ich komme ja aus Merseburg, da gibt es eine ähnliche Geschichte im Kreuzgang. Da haben wir die Krallenspuren des Teufels an den Säulen. Und dann haben wir in München den Teufelstritt. Wer die Sage mal hören möchte, möchte ich jetzt nicht ausführen, der soll einfach mal bei den Stadtspüren in München mitgehen. Da gibt es dann diese Teufelssage zur Frauenkirche in München zu hören. Gibt es in Hamburg auch eine Teufelssage? Ja, ja, es gibt ein paar Teufelssagen und die erzählen wir ja auch unter anderem bei unserer Tour Rabenschwarz oder bei der Tour Schauriges Hamburg. Mhm. Wir haben zum Beispiel Teufelsbrück hier. Ist wahr, ne? Und ist da gibt es ja auch in Hamburg bei Teufelsbrück auch diese Statue, ne? Ist das so? Ist das da? Da gibt es einen Teufel zu sehen, ganz genau. Ja. Aber auch das erfahrt ihr auf unserer Tour. Ich lese hier gerade noch von der Anna einen ganz klugen Gedanken, dass die zwei Hörner des Steinbocks ja auch mit dieser Gabel in Verbindung gebracht werden können. Da haben wir sie nochmal. Finde ich, ja, kann ich nachvollziehen, ne? Also bei diesem Bild, wenn ihr Angst vor dem Teufel habt, solltet ihr gleich mal kurz weggucken. Es ist nämlich das Sammelsurium dessen, was man unter modernem Satanismus kennt. Und natürlich steht hier erstens mal der Ziegenbock wieder im Vordergrund. Wir haben auch das umgedrehte Kreuz natürlich als ein Teufelssymbol dabei. Aber auch das umgedrehte Pentagramm, das ja teuflischen Charakters ist. Ist das im Hintergrund der Alchemistische Garten in Prag? Nein, liebe Christine, nein, das ist er nicht. Es ist ein anderer Park, dessen Name ich jetzt nicht weiß. Französisch, damit Frankreich liegt er. Und wir sehen eben das umgedrehte Pentagramm als, wenn man nämlich da, kann man so einen Ziegenkopf so hinein imaginieren. Und wir sehen hier dann schon auch den Dreizack schon wieder dargestellt. Aber das ist, wie gesagt, eine moderne Darstellung. Und da sind wir so schon beim Thema Satanismus. Es gibt ja eine eigene, sollen wir es Religion nennen, eine eigene Bewegung, Strömung, die sich von Gott abwendet und Satan anbetet. Und das gibt es seit den, wann war der LaVey, hieß er, das war, glaube ich, in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Da kam das auf in Amerika. Und da sind wir schon bei einem anderen Thema, nämlich moderne Darstellungen des Teufels. Das war dann natürlich auch Inspiration für viele Filme, in denen der Teufel eine Rolle spielt. Und hier seht ihr einen meiner Lieblingsfilme, Rosemary's Baby von Roman Polanski mit der wunderbaren Mia Farrow in der Hauptrolle, die das wirklich sehr überzeugend gespielt hat, meines Erachtens. Und auch heute noch ein Film ist, der mir einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Gerade bei dieser Szene hier. Ich glaube, wir spoilern nicht, wenn wir verraten, was da passiert, oder Kirsten? Ja, also er ist ja aus den 60er Jahren, genau in der Zeit, als dieser Satanismus bekannt wurde. Und in diesem Film wird wirklich sehr der Teufel sehr unangenehm dargestellt. Vor allem die Art, wie der Teufel, also das Ritual, das durchgeführt wird, um, wenn ich jetzt hier spoilere, Rosemary zu schwängern, ist sehr heftig, wie ich finde. Und das ist hier jetzt eigentlich die letzte Szene des Films, in der sie in die Wiege guckt und ihr Kind zum ersten Mal sieht, bewaffnet mit einem Messer. Und ich denke, wir lassen es offen, was sie als nächstes tut. Gut, einverstanden, Kirsten. In jedem Fall, die Wiege ist übrigens immer das Symbol dieses Filmes. Es gibt auch eine Neuverfilmung, als Serie sogar. Aber ich würde immer sagen, schaut euch bitte mal das Original an. Dann bekommt ihr ein gutes Gefühl dafür, wie in dieser Zeit das Thema Satanismus auch in den Filmen rezipiert wurde. Fun Fact, Roman Polanski hat das in einem Haus drehen lassen, in dem auch Aleister Crowley gelebt hat. Ja. Ja, und dieses Haus hat es sowieso in sich, ne? Also da ist das nicht auch das Haus, vor dem John Lennon erschossen wurde dann? Ich glaube ja, ja. Ja, also es ist irgendwie ein sehr rätselhaftes Haus. Claudia fragt noch, ob Thors Hammer an einer Kette ein umgedrehtes Kreuz ist. Also ich zeige euch das mal. Nein, ist es nicht.
Es ist tatsächlich ein Hammer, den die Germanen wählten. Das hat mit dem Kreuz gar nichts zu tun. Ja, man könnte mit viel Mühe noch einen T darin eher sehen. Ja, so. So, also ich würde mir niemals ein umgedrehtes Kreuz um den Hals hängen, möchte ich dazu betonen. Und da sind wir bei einer anderen wichtigen Sache des Teufels im Tarot. Sag niemals nie. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Gut, Kirsten. Das muss jetzt noch durch meine Gehirnwindungen hindurch. Mhm. Da habe ich jetzt was zum Nachdenken. Ja, bitte denk mal darüber nach. Und du kannst derweil kurz erzählen, was es sich bei dieser Teufelsdarstellung handelt von Angel Heart. Ja, Angel Heart, das müsste man jetzt natürlich auch, also um darüber zu reden, muss man den Film spoilern. Mickey Rourke sah damals noch sehr gut aus und das war das Wichtigste, warum ich in diesen Film gegangen bin. Wir dürfen nicht über alternde Hollywood-Schauspieler lästern. Das ist nicht fein. Ja, und Lisa Boswell auch sehr attraktiv. Und Lisa Bonet. Robert De Niro als die Verkäuferung des, wie hieß er denn? Louis Cypher, genau. Also von Anfang an wird es natürlich ziemlich klar, was er ist, aber sein Name wird nicht bekannt. Das ist eigentlich eine moderne Faustgeschichte, kann man sagen. Und Robert De Niro glänzt da wirklich als Gentleman-Teufel. Und wir haben hier den ganz starken Kontrast. Der Film ist ja aus den 80ern. Von diesem Rosemary's Baby-Teufel, dem man wirklich nicht begegnen möchte, hin zu Robert De Niro, der dann schon eine andere Art des Teufels verkörpert, nämlich den angenehmen Verführer. Und ich glaube, es ist so einer der wirklich ersten Filme Hollywoods, wo der Teufel in dieser eher sympathisch ist er gar nicht, aber in der verführerischen Art und Weise dargestellt wird. Und Christopher ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, was wir jetzt dann in den 20ern des nächsten Jahrhunderts an Teuflischen zu bieten haben. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Die Hexen von Eastwick. Und ich finde den einfach großartig, diesen Film. Und nicht nur Jack Nicholson, auch die drei Damen, Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer sind fantastisch in diesem Film. Und die Kirschenszene ist einfach großartig. Ja. Also auch hier Verführung und Erotik, also wird sie auf die Spitze getrieben. Und ich meine, Man kann ja über Jack Nicholson sagen, was man will, ob man den nun attraktiv findet oder nicht. Aber wie er hier sozusagen das erotische Element verkörpert, obwohl er eigentlich jetzt nicht der schönste aller Männer ist, das muss man, ich sage jetzt einfach mal, Kirsten, ich möchte dich da nicht... oder euch, vielleicht seid ihr ja alle große Jack Nicholson-Fans. Hatte keine Probleme mit Frauen in seinem Leben, sagen wir es mal so. Ich glaube auch, ja. Aber niemand kann so schön diabolisch blicken, glaube ich. Und hier wird noch gefragt, ob ich was zum Symbol der Wiege sagen wollte. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass die Wiege das Erkennungsmerkmal für diesen Film ist, weil das alles auf diese Szene hinausläuft. Also zum Symbol selber wollte ich gar nichts sagen. Ja, vielleicht ist die Wiege einfach wichtig, weil ja immer auch wieder Filme... Mir fällt jetzt sowas ein wie Omen oder so, immer wieder darauf anspielen, dass nochmal der Antichrist geboren wird. Genauso wie wir auch die Wiederkehr von Christus warten natürlich diejenigen, die auf der teuflischen Seite der Macht sind, auf die Wiedergeburt des Satans. Den Film haben wir jetzt nicht reingenommen, aber ist natürlich auch ein wichtiger Teufelsfilm. Das ist, da kommt auch noch ein wichtiger Name des Teufels mit ins Spiel, Antichrist. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Der Antichrist und wenn wir an die Omen-Filme sehen, die nicht alle gut sind, aber die ersten hatten doch einen gewissen Reiz. Für zart beseitete Seelen nichts, würde ich mal sagen, auch heute noch nicht. Und da geht es ja um diese Wiederkunft, die ja in der Apokalypse, in der Offenbarung angekündigt wird. Das Tier 666, aber das würde jetzt zu weit führen, das noch mit ins Spiel zu nehmen. Da kommen wir nämlich noch in ganz andere Gefilde. Der Exorzist ist natürlich auch noch ein gutes Beispiel. Der Exorzist, genau. Ja.
Ja, modern vielleicht eher euch auch bekannt, eine Serie. Ich glaube, auf Amazon Prime läuft sie. Das ist Lucifer und ich fand das einfach hier sehr interessant, wie sich das Bild des Teufels von der Schreckgestalt immer mehr in der heutigen Zeit so hot as hell, so heiß wie die Hölle. Natürlich das Wortspiel hot und heiß, das geht auch im Deutschen gut. Ja, also wir sehen hier, der Teufel wird immer mehr zu einer erotischen Ikone und sieht natürlich auch teuflisch gut aus, so muss es sein. Und wer will sich da nicht gerne verführen lassen? Na, mir ist Jack Nicholson lieber. Aha, das ist also nun die Offenbarung von Kirsten. Ich weiß nicht, das könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr eher diesen Lucifer haben möchtet oder einen Jack Nicholson. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Claudia fragt noch nach Baphomet. Ich würde sagen, das stellen wir wirklich zurück, diese Frage, weil uns das noch ein bisschen weit wegführt. Ja. Vielleicht bei den Tarotkarten haben wir noch dann Zeit dazu. Also Baphomet, Ja. ich kann es nur kurz sagen, da haben wir das Thema auch schon gegessen. Na gut, Baphomet dann machen ist wir die weiter. Figur, denen man unterstellte, man unterstellte ja den Tempelrittern seiner Zeit, als man sie verhaften ließ, sie hätten einen Handel mit dem Teufel und sie würden einen Götzen anbeten, nämlich den Baphomet. Woher der Name Baphomet kommt, weiß man nicht so genau. Manche sagen, es ist eine Verballhornung von Mohammed. Aber das ist ein interessantes, spannendes Thema, aber leider abendfüllend. Aber nur, dass man es mal so ungefähr einsortieren kann. Es hat schon was mit teuflisch zu tun. Und die Satanisten heute, die verwenden für ihr Götzenbild auch entsprechend die Bezeichnung Baphomet. Ja, bevor wir auf den wahnsinnig coolen Dämon Crawley eingehen, den ihr da im Hintergrund seht aus Good Omen, fragt Toni noch, warum denn es so ist, dass der Teufel immer schöner dargestellt wird. Also das hat was mit dem Zeitgeist zu tun aus meiner Perspektive. Wir sind immer mehr auf der Seite des Anti-Helden. Seit den 80ern hinterfragen wir halt auch Autoritäten viel stärker, als das früher der Fall war. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns gelassen, die uns da viele Fragen haben stellen lassen, glaube ich. Und man hat immer sich mehr auch von der Kirche gelöst. Man hat dadurch Antibilder entwickelt, die durchaus positiv sind und sich auch gefragt, müssen wir denn das glauben, was uns die Jesuiten oder Katholiken oder auch die Protestanten immer erzählt haben? Und hat dann sich auf die Seite des Teufels begeben und die Perspektive, ja, die Geschichte aus der Perspektive erzählt, ähnlich wie das auch in der Frauenbewegung geschehen ist oder wie es jetzt in der Transgender-Bewegung geschieht. Das ist jedenfalls meine Erklärung dafür. Ja, ich würde sagen, wir eilen voran. So viel Zeit haben wir nicht mehr, liebe Kirsten. Und ich Ja, würde sorry, ich muss los. gleich mal auf dieses Bild übergehen, dass wir uns mal einfach anschauen, bei den Tarotkarten, was für Symboliken wir im Teufel wiederentdecken, die uns nun aus der Kulturgeschichte bekannt sind. Und dass du vielleicht noch kurz erklärst, wie der Zusammenhang mit der Mäßigkeit ist. Ganz genau. Also letztes Mal haben wir über die Mäßigkeit geredet, wo es ja darum geht, sich in Balance zu bringen nach den Erfahrungen des Todes. Und das müssen wir genau tun, um uns dann eigentlich der wirklichen Herausforderung des Lebens zu stellen, nämlich dem Teufel. Die Mäßigkeit hilft uns, in den Ausgleich zu kommen. Und dann, da war ich bei dem Satz, sag niemals nie, werden wir getestet, inwieweit wir denn tatsächlich im Ausgleich sind. Und der Teufel, würde ich sagen, ist die große Testkarte des Tarots. Sie taucht immer dann auf, wenn wir sagen, das habe ich jetzt gelernt, das passiert mir nicht noch einmal. Und dann kommt der Teufel und sagt, ach wirklich, und fängt an, dich zu testen. Da haben wir so ein bisschen die Parallele zu der Geschichte von, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Jesus. nicht Noah, sondern der andere, der getestet Hiob. wurde. Danke, Hiob. Wie treu bist du dem, was du dir jetzt als Maxime unter der Mäßigkeit gesetzt hast und hältst du das durch? Wir sehen hier eine klassische Darstellung, wie wir sie aus den Marseille-Varianten kennen.
Und da wird der Teufel ja schon Richtung Baphomet dargestellt, ne? So hat man sich den Baphomet vorgestellt. Und wir sehen zwei Menschen, die eigentlich vielleicht auch Dämonen sein könnten, ne? Die haben so auch Hörnchen. Und sie sind hier in dieser Situation schon ziemlich gefesselt. Im Tarot weist das darauf hin, dass wir alle an die Materie gebunden sind. Und unsere Seelen halt nicht frei sind. Und der Teufel will auch im Tarot darauf unsere Aufmerksamkeit richten. Werde dir bewusst, was auf dem, im irdischen, ja, was dich im irdischen bindet und wo du versuchbar bist. So das, was ich vorhin meinte, wo ist deine Stelle, an der du deine Seele verkaufen würdest? Genau. Es gibt drei Felder, wo wir alle verführbar sind. Darauf spielt meine Kleidung heute etwas an, nämlich Sex, Drug and Rock'n'Roll. Wir sind entweder verführbar für die Leidenschaft, wir sind verführbar für Macht, wir sind verführbar für Süchte, Ohnmachtserfahrungen, Machterfahrungen. Das sind alles Themen, die beim Teufel eine Rolle spielen im Tarot. Hier interessant auch, wir haben die Fledermausflügel, wir haben die weiblichen Brüste, wir haben die herausgestreckte Zunge im Übrigen hier, die typisch ist zum Beispiel für Krampusdarstellungen auch. Wir haben die Hörner, die hier tatsächlich eher sowas so ausschauen wie Hörner eines Tieres, also jetzt sicherlich kein Steinbock, aber vielleicht so eine hirschartige Struktur und damit vielleicht an so einen Gott erinnern wie den gehörnten Kernunnos oder etwas in dieser Art. Und wir haben jetzt hier keine Ziegenbockbeine, sondern so, ja, so Clownbeine. Und auch diese aber auch den Teufelsschwanz sehen wir zum Beispiel bei den Dämonenfiguren dort unten. Finde ich, da finden wir viele dieser Symbole wieder. Ja. Ich würde das gerne überspringen und würde gleich auf die beiden eingehen. Gut, ich würde aber gerne noch anmerken zu der letzten Folie, dass wir im Urtarot, auf dem das sich ja viele beziehen, das Visconti-Tarot, kein Teufel ist. Es gibt weder die Karte Teufel noch Turm. Und jetzt kann man sich fragen, sind die verloren gegangen oder hat man sich im 15. Jahrhundert damit noch nicht so auseinandergesetzt, wurde das erst später eingefügt. Das ist eine interessante Frage. Oder wollte es vielleicht gar nicht einfügen? Das ist Ganz jetzt genau. sozusagen eine künstlerische Nachinterpretation, die ihr auf der linken Seite seht, auf Kirstens Seite Genau. seht, wie Eine es Anspielung auf die vielleicht. Karte, die Liebenden bei Genau. gerade. Ne? Ja. Gut, So. mach weiter. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den beiden bekanntesten Darstellungen. Das erste, was uns total auffällt, ist die Helligkeit der Karte auf meiner Seite, die von Aleister Crowley und Frieda Harris stammt, und die Dunkelheit auf der Seite von Christopher, die von Waite und Smith stammt. Der Teufel bei Waite und Smith ist sehr traditionell interpretiert nach den Vorgaben, die wir schon gesehen haben. Allerdings die Neuerung ist, dass Waite es war, der die Liebenden, die wir ja schon besprochen haben, umgestaltet hat, um sie dem Teufel anzugleichen. Also wir sehen, auch hier haben die Adam und Eva Gestalten Hörnchen auf. Sie sind also durchaus dämonisch, aber sie sind sehr stark an Adam und Eva aus der liebenden Karte orientiert. Und wir haben hier einen wichtigen Faktor, der Teufel macht das Teufelszeichen. Wir können dieses Zeichen wahrnehmen, auch in einer Andeutung auf dem Hohepriester von Waite. Der macht eine ähnliche Haltung. Der macht zwar, nee, das macht er nicht. Kirsten. Er macht das Einweihungszeichen, und auch der Magier hat dieselbe Handhaltung. Ja, also da sehen wir schon immer, dass der Teufel hinter allen Karten liegen kann, die was mit höherem Wissen zu tun haben. Und wichtig ist bei diesem Teufel, dass er die Fackel nach unten richtet. Ne? Das ist natürlich auch ein teuflisches Symbol, aber gleichzeitig scheint er ja das Schwänzchen des Adam da anzuzünden, so ein bisschen. Und dieses ist natürlich ein Symbol für Luzifer. Ich bringe Licht ins Bringst das Dunkle. Licht.
Und das ist genau das, was wir beachten müssen, wenn die Karte auftaucht in einer Legung. Wir sollen Licht in unsere eigene Schattenwelt bringen. Die Karte wird ja auch immer gerne als Schattenkarte bezeichnet. Es hat so ein bisschen was von, fass dir mal selbst an die Nase, als mit Fingern auf andere zu zeigen. Ich finde auch noch mal ganz kurz auch hier Symbole, die wieder auftauchen. Das umgedrehte Pentagramm wird eingeführt. Die Fledermausflügel sind wieder da. Und hier haben wir deutlich eher Boxfüße. Also die werden auf einmal sehr haarig, auch wenn sie eher in Krallen als in Hufen enden. Aber da merkt man auch hier, und diese Figur wird häufig auch als Baphomet bezeichnet. Und wenn ihr mal bei dieser Kirche des Satan guckt, wie die ihre Statue darstellen, die ist der sehr, sehr ähnlich. Übrigens, diese Handbewegung, die kennen wir natürlich auch noch aus einem anderen Zusammenhang. Es ist natürlich der Gruß der Vulkanier aus Star Trek, ne? Also insofern, und eigentlich ist das, was du gezeigt hast, die Manu Cornuta, das ist sozusagen eigentlich das Teufelssymbol. Ich kenne es nur von Wacken. Aber na, egal. Selbstverständlich, Kirsten, wo du immer zu finden sein wirst. Wenn wir jetzt die Darstellung von Crawley und Frieda Harris nehmen, dann sieht man ja, hier ist der Lichtbringer tatsächlich dargestellt. Ne? Das ist eine helle Karte. Schaut euch den Hohepriester bei Crawley an. Die ist ganz dunkel. Bei Wade ist sie ganz hell. Und wir sehen hier den Akt, ich traue es mich gar nicht wirklich auszusprechen, des Durchstoßens des Hymens in einem erotischen Kontext. Und dieser Baum, an dem der Bock steht, ist natürlich sehr phallisch. Wir sehen sogar die, ja, Christoph, hast du ein Wort dafür, was wir da sehen? Meinst du das, was unten sich befindet? Ja, ja. Die Testikel. Danke, die Testikel, die Leben beinhalten. Und wir sehen, wir haben das beim Tod gesehen bei Crawley, wie da so die von dem Todesgott die Seelen nach oben gefegt werden. Hier sind sie jetzt kurz davor bereit, abgeschossen zu werden. Ich muss immer an Woody Allens, was sie schon immer über Sex wissen wollten, denken, wenn ich diese Karte sehe. Und man sieht hier halt, also gleich beginnt das Leben bei Crawley. Es ist eine ganz andere Interpretation des Teufels, aber er hat sich ja auch wirklich eher auf die antichristliche Seite geschlagen. Und er hat da tatsächlich den Steinbock jetzt wieder zu Ehren gebracht. Also er stellt keinen Teufel dar, wenn man so möchte, sondern den grinsenden Steinbock und damit auch eine Anspielung eben auf nicht nur das Tierkreiszeichen, sondern auch die Zeit, Wintersonnenwende, wo das Leben eben nochmal neu beginnt. Ja. Ganz genau. Ja. So, das überspringe ich auch nochmal und würde gerne zu diesen beiden Karten kommen. Vielen Dank, lieber Christopher. Der Christopher überspringt heute, weil ich pünktlich weg muss. Und das ist jetzt aber auch nicht so wichtig, was wir da gesehen haben. Wichtig ist natürlich mein Buffy-Tarot, das ja leider nie veröffentlicht wurde. Wir sehen hier Buffy und Spike, die ja auch ein sehr interessantes Liebespaar in dieser Serie darstellen. Und das bringt mich nochmal dahin, dass der Teufel halt auch wirklich viel mit Erotik, mit Leidenschaft zu tun hat im Tarot. Oft Beziehungen zeigt, in denen wir uns in Grenzerfahrungen begeben. Ein weiterer Satz beim Teufel ist nicht nur sag niemals nie, sondern es ist aus Dangerous Liaisons, it's beyond my control. Mhm. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist ein typischer Teufelssatz. Und auch da ist wieder das Thema, schau auf dich. Du lässt hier bewusst die Kontrolle los und gibst dich in die Macht von etwas anderem. Und die Karte auf der anderen Seite ist die von Röhrig. Und hast du ja vorhin schon richtig gesagt, also er nimmt hier eigentlich in den 80er Jahren schon den Mr. Lucifer voraus. Also hier sehen wir sehr klar eine Verschönerung des Teufels. Und es ist auch eigentlich logisch, denn der Teufel ist ein Verführer. Warum sollte der uns als ein boxbeiniger, alter,
Kobold entgegentreten. Der tritt uns immer in Situationen entgegen, ähnlich wie Robert De Niro, wo wir es nicht merken und gerade deswegen so verführbar sind. Ja, ich finde das sehr frappierend, weil, wie gesagt, wir heute mit so einer Figur in Serien konfrontiert werden. In den 80er Jahren war das wohl noch nicht so üblich. Rührig ist hier richtig visionär. Und und auch hier sehen wir die Zuordnung natürlich der Karte 15 zu dem Steinbock. Und Herzensmensch, die sich ja auch wunderbar als kleines Teufelchen gestaltet hat, wie ich gerade sehe, zitiert hier Laura Branigan mit You Take My Self-Control. Yes, möglicherweise indeed. Ja auch ein Lied aus den 80er Jahren, passend zu Röhrig. Und das ist nochmal ganz wichtig, you. Ne? Immer wenn wir in einer Teufelssituation im Tarot sind, dann sagen wir, der andere ist es. Die Achse des Bösen ist zum Beispiel so ein typischer Teufelssatz. Man selbst hat damit nichts zu tun, aber wir sind aufgefordert, im Teufel zu sagen, ich bin's. Was tue ich? Wie kann ich meine Selbstkontrolle wieder erlangen? Tja, liebe Kirsten, ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir dann auch schon am Ende angekommen, aber wir haben noch einen Akt zu vollziehen, nämlich das Orakel für den Teufel. Ich weiß, dass ich auf die Zeit dränge, aber erklärst du noch, ob diese Rune, die wir auf der Röhrig-Karte sehen, passt zum Teufel? Ja, das ist eine gute Antwort. Also diesmal stimmst du mit Röhrig überein, das freut also, mich. Ich sage einfach mal, ich finde es okay, dass er sie gewählt hat. Sie ist ja die Rune Algis, der Elch. Da haben wir den Gott mit dem Hirschgeweih vielleicht auch drin und den Gehörnten. Also insofern passt es. Ja, ihr dürft euch jetzt entscheiden zwischen Kirsten und zwischen mir. Zwischen dem erotischen Aspekt des Teufels und dem eher piesackenden. Das müsst ihr euch selbst jetzt gönnen. Und Kirsten, hast du, was für ein Tarot hast du? Darkwood Tarot von Sasha Graham. Mhm. Und ich wähle, ich bin echt hin und her gerissen. Ich glaube, ich wähle jetzt doch nicht das Mörderkrähen-Tarot, sondern ich nehme noch einmal mein New Tarot. Ich bin so inspiriert von den Filmthemen und hoffe, dass da jetzt irgendeine Filmgestalt nochmal auftaucht. Kirsten, du mischst schon, hast du schon gezogen? Ich hoffe, ihr habt euch schon entschieden. Und ich habe eine wirklich gute Teufelskarte gefunden. Ah, ich muss hier mal mein Licht löschen, damit ihr das besser seht. Hoffe, das geht so. Ah, schwierig. Das ist der König der Münzen. Und guckt mal, der sitzt zwischen Stierhörnern. Also die Hörner erinnern uns auf jeden Fall schon mal an den Teufel. Und das ist echt doof, dass ihr das nicht so gut sehen könnt. So ist es besser. Und diese ganzen Karten sind halt sehr dunkel gehalten von der Sasha Graham. Der König der Münzen passt sehr gut zum Teufelsthema, denn ich hatte ja auch gesagt, der Teufel steht für Macht. Der König der Münzen ist die Karte der irdischen Macht, der irdischen Sicherheit und Stabilität. Heute wählen wir und es ist ganz interessant, dass die Karte für mich schon mal orakelt, dass Deutschland wohl wieder den Weg der Sicherheit gehen wird. Der nicht unbedingt der Weg des Lichtes ist. Aber für euch persönlich bedeutet diese Karte, dass ihr euch mal eure Sicherheiten anschauen solltet in der kommenden Woche. Auch das, was ihr als gegeben nehmt, was ihr sagt, das steht mir zu, das ist auf der materiellen Ebene das, was ich einfach haben muss, brauche. Und euch mal überlegt, inwieweit das etwas mit dem Teufel auch zu tun haben könnte und eurer eigenen Verführbarkeit. Ansonsten aber ein gutes Omen, dass wenn ihr dem Teufel folgt, ihr immer gut und sicher sein werdet. Ja, ich habe heute das Ass der Kelche gezogen für euch
und damit die Chance, Erfüllung zu finden, ja, mit dem, was ihr auch tut. Da unten leider, dank der Greenscreen, sind die schönen Seerosen von Claude Monet leider ausgeblendet, aber sie sind drauf und sie erinnern uns ja daran, Seerosen brauchen ja sehr schlammiges Wasser. Denkt an den Lotus, der aus dem Schlamm blüht. Das Schlammige könnte mit dem Teufel in Verbindung stehen, ja, der Urgrund allen Seins, aber daraus kann etwas Wunderschönes erblühen. Diese Karte verspricht allen, die sie gewählt haben, eine gute Gelegenheit, Glück, Liebe und Erfüllung zu finden. So würde ich das deuten. Ja, liebe Kirsten, es ist 10.30 Uhr. Wie haben wir das wieder mal gemacht? Eine Punktlandung. Also, Krassomat. Krassomat. Liebe Leute, Kirsten hat noch was vor, ihr sicherlich auch. Und ihr habt natürlich jetzt viele Gedanken an den Teufel in eurem Kopf. Lasst sie einfach mal ein bisschen herumkreisen, macht was draus. Lasst euch inspirieren von dem, was wir euch heute angedeihen haben lassen. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, ein Like dazulassen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns bald wieder, oder Kirsten? Ich denke, ich glaube, es ist sogar schon für die nächste Woche angesetzt. Und da geht es ja um eine wirklich tolle Karte, nämlich den Turm. Das da bin ich ja Experte. Genau. Ja, schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch auch eine schöne Zeit und wir sehen uns auf diesem oder einem anderen Kanal. Ihr seid ja alle gut vernetzt inzwischen und seid auch eine immer größer werdende, eingeschworene Truppe. Ich finde das toll, wie sich das hier auf Facebook, auf YouTube entwickelt. Lasst uns das weitermachen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und bis demnächst.